Bauarbeiten an der Autobahn Anien sind voll im Gang. Auf der Baustelle vom gedeckten Einschnitt durchgemacht, steht ein Teil vom zukünftigen Tunnel schon. Jede Woche wird die Tunnelröhre 12,5 Meter länger. Da es noch relativ warm ist und nicht schneit, ist ein grosser Vorteil für die Bauarbeiter. Unter dieser Betonspreise wird das Material für den Tunnel abtransportiert. Nach und nach wird dann darunter der Tunnel gebäumt. Gleichzeitig wird es dort mal noch ein Industriegleis verlegt und bald in Betrieb genommen. Martin Hutter ist der Junge mit dem Amt für Nationalstraßenbau und weiss, wo die Arbeiten stehen. Wie gesagt, gibt es noch viele Arbeiten zu machen. Was wir werden dieses Jahr abschließen, sind die Jetting-Arbeiten. Das heisst, wir haben den Boden stabilisiert unterhalb der Bodenplatte. Die Arbeiten werden wir dieses Jahr abschließen. Gleichzeitig haben wir jetzt noch Ankerarbeiten zu machen, im Bereich vor allem vom Bahnhof. Und was so ist, dass die nächsten zwei Jahre werden ganz klar sicher die Betonarbeiten weitergeführt werden. Das Ziel ist, dass wir Ende 2014 den Rohbau fertig machen können, dass wir nachher mit den Innenbauarbeiten anfangen können und schlussendlich 2017 den gedeckten Einschnitt und Verkehr übergeben können. Mit dem gedeckten Einschnitt wird ein Haufen Orte gleichzeitig geschaffelt. Ziemlich in der Mitte des Einschnitts ist die Pumpstation. Hier wird Wasser, das sich direkt unter einem tiefen Punkt des Einschnitts sammelt, im Bruch gepumpt und abgelegt. Die Baustelle ist eng. Auf einer Seite ist die Industrie von Durkma und auf der anderen kommt das Gleis von der SBB vorbei. Außerdem geht entlang der Baustelle noch eine Hochspannungsleitung. Das alles beeinflusst das Leben. Trotzdem, wo ist der Zeitplan? Das ist ja so, wie wir es jetzt gerade hier auf dem Zug bringen, zum Industriegleis. Da werden wir am 4. und 5. Dezember werden wir hier die Umstellung machen, den Anschluss machen an die SBB-Linie. Auf der anderen Seite stehen wir hier im Bereich der Pumpstation, am tiefsten Punkt des gedeckten Einschnitts. Im Hintergrund sehen wir die Baugrube Vaporit. Da sehen wir die Betonsprieße, die man gemacht hat. Und gleichzeitig haben wir jetzt angefangen, unterhalb von den Betonsprieße mit Müsshub. Und da haben wir jetzt die Schlitzwand, die wir fahren und Anfangs Jahr haben gemacht, freilegen. Also, dass wir nachher da Anfangs, wir haben Frühjahr 2012, dann mit den Betonarbeiten nachher weiterfahren. Die Autobahn A9 ist eine grosse Oberwalliser Baustelle. Aber nicht an allen Orten geht es gleich schnell voran. Im Pfienwald hat man die Arbeiten einstellen. Und zwar wegen archäologischer Funde rund um einen Mörderstein. Hier hat man mit den Vorsondierungen Fundstücke aus der Neusteinzeit gefunden. Jetzt sind die Ausgrabungen abgeschlossen. Bis die Arbeiten aber wieder aufgenommen werden, muss der neue Plan wieder alle Auflageverfahren durchlaufen. Das geht auch Schutz. Ein ganz anderes Problem hat man mit dem Riedparktunnel gehabt. Hier hat sich nach dem Tunnelbohr der ganze Hang bewegt. Jetzt muss der Hang stabilisiert werden und der Tunnelplan angepasst kommen. Spätestens im Frühsommer des nächsten Jahr sollen die Arbeiten wieder aufgenommen werden. Der Jean-Pierre Rieger ist der Chef und ist zufrieden. Es kommt gut voran, hauptsächlich im Raum Fischb, Südumfahrung. Dort sind wir so weit, dass wir in etwa 80% der Ausbauarbeiten jetzt geleistet haben. Es sind auch 10% der Betonarbeiten im Tunnel Eichholz so weit vorantrieben. Und wir können gut vorausschauen, dass wir im Frühling nächstes Jahr, also 2012, den Durchbruch können schaffen im Tunnel Eichholz. Die Bauarbeiten an der Südumfahrung Fischb ganz schnell voran. Also auf dieser Baustelle passiert eigentlich viel. Man sieht es noch nicht. Es ist alles unterirdisch. Also das Material wird ausgebrochen, die Tunnelröhre wird ausbuttelt, wie man so sagt. Und zur gleichen Zeit wird man im Anfangsbereich des bereits ausgebrochenen Tunnels die Betonring betonieren und die entsprechenden Innenausbauten, wie zum Beispiel die Zwischendecke, für den Lüftungskanal betonieren. Der nächste Streckenabschnitt, der in Betrieb genommen werden soll, ist zwischen Gampel und Lake Susto. Soweit ist aber erst Ende 2017. Euch zwischen Steg und Raro werden momentan Arbeiten ausgeführt. Hier macht man Vorbelastungsschüttungen, also die Grundlage für die spätere Autobahn. Im Golerz-Raro ist ein bisschen eine andere Baustelle. Hier wird das Aushubmaterial vor allem vom Tunnel zu Fischb gelagert. Ausbruchmaterial kommt direkt über ein Förderband auf die Deponie. Vereinzelt kommt ein Camion zum Einsatz. Laut dem Jean-Pierre Rieger kann jeder Abschnitt einzeln in Betrieb genommen werden. Es ist so, das Reststück von der A9 beinhaltet 4 Abschnitte. Glücklicherweise ist am Anfang und am Ende von jedem Abschnitt gibt es einen Anschluss. Das heisst, man kann eigentlich die Abschnitte unabhängig voneinander in Betrieb nehmen.
Das ist auch so vorgesehen in der generellen Planung. Wir werden zwei Mittelstücke haben, also der Abschnitt von Durtmann und der Abschnitt Raron, wo wir können vorzeitig gegenüber den äußeren Abschnitten in Betrieb nehmen. Zur Information von der Bevölkerung hat man zwei Orte ein Infopavillon eingerichtet. Einen im Pfienwald, der aber gerade umgebaut wird, und einen zu Fischb im Restaurant Stallbach. Zu Fischb ist der Infopavillon in zwei Teile unterteilt. Einen mit allgemeinen Infos zur Anien und der andere in einer Grotto. Da geht es vor allem um die Gestein, die Gerätschaft für den Tunnelbau und um die Sicherheit im Tunnel. Die Infopavillons sind jeden Tag von 8 Uhr am Morgen bis 8 Uhr am Abend offen. Ich glaube, wissen alle, dass man im Moment verkehrliche Probleme hat im Raum Fischb. Es gibt öfter Stau, was eigentlich aufgrund des grossen Verkehrsvorkommen auftritt. Was man kann sagen ist, dass wenn die Autobahn mal gänzlich in Betrieb ist, dass man also für den Abschnitt von Siders bis Fischb, also Anschluss an Simplon auf der Seite der Brücke, praktisch 20 Minuten kann gewinnen kann, von der Zeit her, beziehungsweise sogar mehr, also je nach heutige Stausituation. Es ist ja vorgekommen, dass man bereits heute bis eine halbe Stunde muss rechnen, um dort durchzukommen. Also das wird dann wesentlich besser werden. Die Autobahn soll im Jahr 2019 vollständig gebaut und befahrbar sein. Bis dahin gibt es aber noch häufig zu arbeiten. Die Meinung, dass sich auf den Baustellen für die Autobahn nichts tut, ist falsch. Ein Haufen von Arbeiten sieht man gar nicht, da 50% unterirdisch gebaut wird. Sobald die Autobahn fertig ist, ist dann euch mit dem Stau im Oberwallis vorbei.